Oh, parallel läuft scheinbar gerade hier im Spiel die Tour de France. Da stehen hier Nebenereignisse. Wie es zurzeit steht. Da, wenn ich die Werte sehe, Ausdauer 79, Zähigkeit 79, Ausdauer 81, Zähigkeit 75. Und dann gucke ich meinen an und sage, Ausdauer 62, Zähigkeit 60. Wie soll ich denn das jemals steigern? Tja. Nichts machen bis zum letzten Anstieg. Das ist mein Plan. Mal gucken, was das Team vorhat. So, dann positionieren wir uns mal hier. Der Rede will uns irgendwie schützen, ist aber verletzt. Die anderen lassen wir auf Automatik. Und wir haben natürlich wieder eine Tagesform, die Minuspunkte bringt, weil es ist ja mal wieder eine Ankunft für uns. Zeitfahren war schon sehr anstrengend. Da hatten wir sogar Energie übrig, so anstrengend war es. So, Bergwertung. Holen sich die Ausreißer. Es ist halt generell momentan ein Spielemarkt. Ich weiß nicht genau. Also entweder ist ein Teil der Käuferschicht hat seine Meinung geändert gegenüber früher, ist piensicher geworden. Ich glaube, manche haben einfach nur noch Bock, überhaupt irgendwie rumzuhaten. Und auf der anderen Seite haben wir Spieleentwickler, die halt auch irgendwie ganz verrückte Sachen machen. Wo man sich die Frage stellt, warum tun sie das? Die hier zum Beispiel, warum tun die das? Warum sagen die nicht mal, wir bringen mal ein Jahr lang nur ein Datenbank-Update als 9-Euro-DLC, was auch keinen Sinn macht, weil die Datenbanken holen sich sowieso alle aus dem Netz. Können sie gar nicht machen. Oder warum sagen sie nicht mal ein Jahr lang, wir machen gar keinen Radsportmanager? Wir nehmen uns das Ding mal vor und bauen es mal komplett um, dass alles mal so läuft, wie wir gerne hätten, dass es läuft. Also mir kann keiner erzählen, dass die momentan happy sind, wie ihr Spiel läuft. Wenn das der Fall ist, dann gute Nacht.
So, wie lange dauert es denn noch? Wir haben schon vierfach. Die Etappe will gar nicht enden. Jetzt gebt mal Gas da. Wo sind die Ausreißer? 3:30 vor uns. Die wollen die nicht wirklich fahren lassen, oder? Das ist auch geil. Ich bin Zweiter in der Gesamtwertung. Mein Team zeigt keinerlei Führungsinteresse. Also die, die das gelbe Trikot haben, die müssen eigentlich die meiste Arbeit machen und verteidigen, aber so ein Zweitplatzierter, dem sein Team hilft, doch durchaus schon mal mit, oder nicht? Hier im Spiel nicht. Mein ganzes Team steht auf Automatik ausruhen. Jo. Also die lassen hoffentlich die Ausreißer dann nicht durchkommen, sonst haben sie uns einen ganz großen Strich durch den Kalender, also durch unsere Planung und durch den Kalender gemacht. Aber wie gesagt, der Teammanager, da setzt unser Team auch nicht dafür ein, dass der Abstand geringer werden würde. Die sagen, nö, lass die anderen mal arbeiten. So, wir sind im Anstieg. Die letzten 3 Kilometer. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, ob das funktioniert. Ich will mich an den dranhängen. Das war früher so energiesparend, wenn du drangehangen hast an einem, der ausgerissen ist. Heutzutage scheinbar nicht mehr. Oh, please. Was ist denn das für ein Hügel? Also ich habe den Eindruck, mein Fahrer, der kann so überhaupt nichts. Sobald es ein bisschen bergauf geht, ist der fertig mit Welt und steht auf der Stelle. Jetzt wird er hier noch weggesprintet. Mit Mühe und Not Vierter geworden. Das ist irgendwas, ist doch hier. Also, kannst du mir sagen, was du willst? Das ist nicht mehr normal. Ich bin dem Angriff gefolgt. Früher hat das überhaupt keine Energie gekostet. Wenn du Angriffen gefolgt bist, hast du ganz wenig Energie verloren. Der fährt sich tot im Folgen. Wird wahrscheinlich als Hügel gewertet. Wurde wahrscheinlich wieder als Hügel gewertet. Aber was ist mit meiner Stimme los? So viel kann ich gar nicht trinken, wie mein Hals gerne hätte. Oh. Boah. Die Wasserflasche ist von der Firma, die geht nicht auf.
Ja, genau. Früher konnte man Konter fahren dann danach. Du hast dich drangehangen, wenn der angegriffen hat. Und wenn der dann durch war mit seinem Angriff und nicht mehr konnte, dann hast du angegriffen und bist dem noch davon gefahren. Dann hast die Etappe gewonnen. Aber früher hatte ich ja auch einen besseren Hügelwert und einen besseren Beschleunigungswert, weil früher habe ich ja auch Puncheur trainiert. Das geht ja nicht mehr. So, weil, wie wir hier sehen, ah super, mit der Stufe kriegen wir nur Fähigkeitspunkte. Dann sehen wir es gar nicht. Ja. Das ist auch so geil. Ich kann hier noch vom Höhepunkt des Skillen, die gibt es gar nicht mehr im Spiel. Wir machen mal Netzwerken. Ja, Tarnung bringt auch nichts. Das ist so ein kleines Zeitfenster, wo du da mal wegfahren kannst. Laretappe. Ich habe keine Lust mehr. Flache Etappen simuliere ich jetzt. Immer da mitzufahren und 15 Kilometer Führungsarbeit zu machen und dann 100 Kilometer Zeitvorlauf machen, das ist. Hier geht noch was. Früher hatte ich gesagt, hier angreifen, da erholen, da wieder angreifen, dann gewinnen. Heute sage ich, ich kann froh sein, wenn ich im Ziel ankomme. Und nicht letzter bin. Wir haben nur Sprinter mit dabei. Bruck, Räder, beide Sprinter. Ich bin echt mal gespannt. Also ich meine, wir haben nur 7 Sekunden Rückstand. Selbst bei der simulierten Flachetappe haben wir es geschafft, die 7 Sekunden zu halten. Danke. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht und habe einfach simuliert. Ja, du, ich könnte immer noch hier mein ganzes Team einspannen. Das bringt aber nichts. Vor allem, weil wir ja wieder mit einem Tagesform von minus 1 antreten. Wir strengen uns nie an und haben immer Tagesform von minus 1. Weil er den Regen nicht mag. Habe ich nie eingestellt, dass er keinen Regen mag. Vielleicht liebt mein Fahrer ja Regen. So, wir lassen mal laufen. Wo wir nicht bei der zweiten Dreierbergwertung sind, brauchen wir uns eigentlich keinen Kopf machen, müssen einfach nur dranbleiben.
Ja, du, früher hast du gesagt, der soll mich beschützen und der soll mir folgen. Und dann hast du 90 frei fahren eingestellt. Nein, Internet geht weg. Jo. Ich hoffe, dir geht's gut, so sonnig. Mir nicht, dieses Spiel kostet mich Nerven. Ich bin mal gespannt, ob diesmal die Taktik aufgeht. Ja, endlich etwas kühler, sagst du. Also nicht vorm Rechner beim Stream. Das hier ist immer noch Sauna. So, ich bin mal gespannt, ob diesmal die Taktik aufgeht. Aber ich glaub's nicht. Wir haben ja wieder Tagesform minus 1. Und wahrscheinlich wieder ein Team dabei, was keinen Berg fahren kann. Holla die Waldfee. Tja, da hat's mal 30 Leute weggerippt. Dank Disconnect. Ich liebe Disconnects. Das Spiel sollte man gar nicht spielen. Ich habe mich dummerweise mal wieder breitschlagen lassen dieses Jahr. Wird das letzte Mal sein. Ich hab's mir geschworen. Nächstes Jahr gebe ich mir das nicht mehr. Ja, normalerweise gehe ich es auch ein bisschen relaxter an mit zweifach, aber es passiert halt nichts und ich will durchkommen. Da bin ich ganz ehrlich, ich will einfach nur noch die Saison zu Ende bringen. Um mal zu gucken, ob es da noch irgendwas Neues gibt und dann mal schauen. Dann irgendwie die Motivation so groß wird, nochmal, dass ich auch noch eine zweite spiele, aber ich glaube nicht. Das wird hier nicht kommen. Das ist der Radsportmanager. Der Pro-Cycling-Manager. Und er hat sich gefühlt seit 2014 nicht mehr weiterentwickelt. Oder so. So, wir haben nichts zu trinken. Wo ist unser Helfer, der was zu trinken bringt? Alter, das darf doch nicht wahr sein. Der verreckt uns jetzt nicht im Berg, oder? Komm. Danke. Nö, das spielt man nicht auf einem Heimtrainer-Controller. Das spielt man mit Maus und Tastatur sitzenderweise. Vom Rechner. So, jetzt geht's bergab und danach müssen wir gucken, was wir noch übrig haben, ob dann die Taktik aufgeht, die ich plane. Sind wir unten? Wir sind unten. So, wen haben wir denn alles noch da? Das ist ein Sprinter, der bringt nichts. Der hat sich ganz gut im Berg angestellt, der darf uns mal weiterschützen. Dem sagen wir das mal manuell, dass er uns schützen soll. Der hier war, glaube ich, auch ganz gut im Berg. Der soll sich mal an uns dranhängen.
Und der hier soll sich mal an ihn dranhängen. Das bin ich mal gespannt, ob die Taktik funktioniert. Wenn die auch nicht funktioniert, dann lassen wir es. So, einmal durchsortieren. Wieso fährt Sorg hinter uns? Der soll mich beschützen und fährt hinter uns. Ist nicht den ihr ernst. Jetzt fährt er vor uns. Jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. So. Hallo Erdmännchen. Wir versuchen eine neue Taktik. Ich bin gespannt, ob die funktioniert. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran, dass die funktioniert. Wieso fährt der hinter uns? Der soll mich beschützen. Der muss vorbei und vor mich. Und dabei, wenn es geht, nicht draufgehen. Also, obwohl ich jetzt beschützt werde, die Energie nimmt ab wie nix. Das interessiert das Spiel nicht, dass ich beschützt werde. Genauso wenig, wie sich das Spiel interessiert, ob ich einem Angriff folge oder nicht. Macht mich kirre. Das Game macht mich echt kirre. Der mich beschützen soll, hat noch mehr Energie als ich. Es ist ganz weird. Also das funktioniert scheinbar auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht sollten wir den hier mal. Wieso haben die kein Wasser mehr? Sag mir bitte nicht, die haben auf den paar Metern hier das ganze Wasser verbraucht. Also, er folgt ihm. Und alle Balken gehen runter. Und der fährt durch.
tot. Von Helfern beschützt sind wir in einen Berg gefahren und kommen tot an. Und der Sprinter, den wir haben, der schafft's mitzuhalten. Finde den Fehler. Das kann nicht denen ihr Ernst sein, dass ein Sprinter mit dem Feld mitfährt und ein Bergfahrer beim mitbeschützt werden und mit hochgezogen werden die komplette Energie verliert. Druck wird 15. Wir haben die Tour weggeschmissen, werden 35. Ich verstehe es nicht mehr. Es wird wieder YouTube-Kommentare geben, die es mir erklären. Mit Sicherheit, weil das ist alles nachvollziehbar, nur nicht für mich. Und für meinen Chat. Ah, die Verbindung wurde getrennt. Nee, die ist noch da. Das war's dann für unsere Tour. 26. ist garantiert nicht das, was die von uns wollten. Nein, wir hätten 5. der Gesamtwertung werden sollen. Ich frage mich nur, wie. Wenn dich Leute dabei schützen, wenn du einen Berg hoch... Also ich verstehe es nicht. Und jetzt kommt nichts Vernünftiges mehr. Wenn ein Helfer mich beschützen soll, wenn ich 90% Energie gebe und der Helfer hat noch Energie übrig und ich bin platt, warum ist da nicht der Helfer der Wahnsinnsbergfahrer, sondern ich? Flache Etappe. Wir simulieren. Wir simulieren. Vielleicht stimmen dort ja die Werte. Das Wetter in den nächsten Wochen sieht kompliziert aus, mit viel Regen und kalten Temperaturen für diese Jahreszeit. Was ist das? Wir werden die Dinge ein wenig reduzieren, um Erkrankungen zu vermeiden. Vorbereitung ist gleich, wird weniger als erwartet voranschreiten. Ziele warten nicht. Vorbereitung ist gleich keine Wirkung. Also, was heißt keine Wirkung? Keine Einbuße, dafür erhöhtes Krankheitsrisiko? Dann würde ich sagen, ich werde es selbst organisieren und ein paar Tage in der Sonne fahren und deshalb habe ich eine Vorbereitung und keine Wirkung.
Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich hoffe, das war jetzt korrekt.